Willkommen zurück zu City Skyline 2. So, erstmal weiter drücken hier. Okay, schauen wir mal. Ach ne, bauen wir mal weiter. Hier fährt schon ein Zug lang. Sehr schön. Ach ja, ich wollte ja hier das Gleisnetz bauen. Noch mehr hier irgendwie rüber. Hier endlich Züge verfügbar. Okay, machen wir das mal. Immer noch hart im Plus. Hier ist auch schön. Gut. Ein nach oben. Nee, das ist schief. Schief will ich nicht. So. Und so. Sehr schön. Machen wir mal so. Und der ist ja auch schief hier. Bahnhof, guter. Na gut. Okay. Machen wir mal hier weiter. So. Nee, einmal bis hier und dann einfach hier rüber. Okay. Dann machen wir später weiter. Na gut, machen wir doch mal so, weil egal. Na gut. So. Nee. So. Ach, überlappende Objekte. So. Nee, das will er hier nicht. Dann machen wir das von dieser Seite aus. So. Sehr schön. Gut. Ups. Das habe ich nicht bedacht. Ja, das ist blöd, ne? Machen wir mal Folgendes. So und so. Und den auch weg. Dann kommt zuerst das hier, ist schief. Mal wieder. Na komm. So.
Okay. Und dann kann ich mich um die Autobahn kümmern, oder Schnellstraße eher. Die vierspurige. Und dann doppelt. Einen nach oben. Mehr auseinander. So. Machen wir doch nicht doppelt. Mit Kurve. Und dann noch mal die andere Richtung hier. Erst einmal noch ein kleines Stück weiter. Und wieder zurück. Sehr schön, so soll es sein. Und die läuten wir jetzt erstmal weiter in die Richtung hier irgendwie. Die haben alle Pech gehabt, ne? Wieder doppelt. Dann geringerer Abstand. Geht noch geringer. Okay. 180er. Sehr schön. Wieder 180er. Nee. So. Ja, dann kann ich leben. Dann nicht mehr doppelt. Und dann hier erstmal so. Weil man ja nicht mehr zurückkommt. Hier soll dann ja später hier so rüber gehen und dann hier irgendwie angeschlossen werden. Muss ich nur gucken, dass ich dann hier hinten mit den Schiffen irgendwie durchkomme. Naja. Weiter. Und dann war ich bei den Zügen. Und wo war das jetzt? Ah, hier. Genau. Hier hoch. Gut. Stromleitung im Weg. Na komm. Starkstrom. Unterirdisch. Von da nach da.
Sehr schön. Nee. Na komm. 180er. Na komm, so. Na endlich. Okay, da komme ich nicht durch. Da muss ich hier wieder darauf gehen. Was habe ich hier gemacht? Okay. So. Und so lassen wir das mal. So. Nee. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. So, der kann weg. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few memento mores to elaborate on the formal structure of these. Ah, ich hab so ein Glück so durch. For our newer, less able listeners. First, we will be dancing through the. Aber jetzt bin ich wieder in die, auf dem Weg in die falsche Richtung. The slower largo movement, finally, then savoring the vivacious antipasto movement. So, without further ado, let's raise the curtain and begin. A housing shortage is driving up prices in the area. That's okay. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain... Professor Nussbutter kann weg. Ah ja, so geht das. Na komm. So. Eigentlich so ein Pixelgrafis, wo es geht. So, na, Schule nicht. Das binden wir mal. Keine Ahnung, voran. Das geht hier lang.
Ach, vielleicht hier auf dem zweiten Gleis mal. Na gut. Dann machen wir mal Folgendes. Hier oben so. Die paar Leute kann man ausziehen hier. Das ist immer für einen guten Zweck. Habe ich hier Buslinien? Ja, habe ich. Obwohl, die könnten dann auch eigentlich außen rumfahren. Naja, egal. Okay, da muss ich dann hin. Erst muss ich so gucken. Und wieder ein tiefer. Hallo? Gut, dann machen wir das folgendermaßen. So. Sehr schön. Eigentlich müsste es dann ja so rum sein, oder? Oder so rum? Doch so rum, dass die Züge einmal hier so rauffahren können und einmal, dass sie so rum rauffahren können. Sehr schön. Und diesen Kreis können wir dann einfach hier an den Gleisen anschließen. Da muss ich aber erstmal wieder runter ins Industriegebiet, wo das andere Ende ist. Obwohl, ich kann den ja schon mal hier anschließen. Nein. Neuer Versuch, diesmal oben starten. So. Sehr schön. Nee, doch nicht. Machen wir auf Pause, dass die hier nicht immer neu bauen müssen. Mensch. So. Ach, das geht nicht, weil da die Schule ist.
Nee, geht auch nicht. Sehr schön, so geht's. Aber in die andere Richtung auch noch mal. Obendrauf. Kurve ist zu eng. Nee. So. Und so. Haben wir das auch angeschlossen. Haben wir das Zugdepot an zwei Gleisnetzen angeschlossen. Sehr geil. Direkt weiter. Das machen wir einfach mal so. Und einmal hier wieder zurück. Gut so. Dann können die Züge hier zum Bleistift starten und auch da hoch. Okay, hier, das mache ich jetzt anders. Das kommt einfach weg. Und die Buslinie führt dann automatisch da lang. Okay. Dann wieder das Zug. Tja, da guckt ihr Leute, ne? So mache ich das mal. Dann können die Züge einfach hier so rauf. Und ja, egal. Das machen wir später. Jedenfalls haben wir das Zugdepot erstmal angeschlossen. Auch mit dem anderen alten Gleisnetz hier. Zehn Passagiere. Nun gut. Müll. Mülldeponie Verfügbarkeit. Da könnte ich noch welche bauen. Zum Bleistift.
Hier oben, oder? So. Ah ne, da sind die Gleise. Hier so hin. Gut. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home or wherever you are. Ja. And on to our main feature story. The commercial district is booming. As the area da müssen wir, glaube ich, was machen. High-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping nee. A fancy local Java mutt. Ja, so dachte ich. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Stärke. Rette ich schön nach hoch. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more Oops. Services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is we're selling it and bringing money into local That's Japan. Right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could okay. say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. Hier auch. Das sieht wieder richtig schön aus. Gut so. Und dann kann ich die Straße auch anschließen. So. Oder? Ja. Sehr schön. Ja. Achso, das ist das Stadtgebiet. Bringt da draußen eine Mülldeponie überhaupt was? Wir werden es sehen. So. Okay, das kann aus. Und dann richtig schön hier im Kreis. Ja, so. Wie sieht's hier aus? Ja. Gut, das machen wir dann weiter. Ich mache erst einen Kreis zu Ende. So. Dann noch den hier. Sehr schön. Dann kann ich das Klippen hier wieder anmachen. So. Ah, da fahren schon Müllautos. Sehr schön. Gut. Das kommt wieder aus hier.
Sehr schön. Noch einlisten hier. Dann haben wir eine schöne, hässliche, große Mülldeponie. Hier sind sogar Leute eingezogen. Und hier haben wir immer noch keine Angestellten. Ach, doch nicht. Die Häuser wurden gebaut. Aber hier wohnt keiner. Hier wohnt einer. Hier auch. Na gut. Sollen die da wohnen bleiben? Auch wenn hier hinten das andere alles ist. Ich finde diese Kreise echt hässlich, die man jetzt machen kann. Na klar, man kann auch weniger machen, aber beim Kreis hast du wirklich am meisten davon. Was könnten wir noch machen? Ja, Einwohner weniger? Warum das denn? Ja, Pech. Ups. Upsi. So. Obwohl, die Höhe können wir eigentlich beibehalten. Ja, hier ist ja Wasser. Doch nicht. Noch ein bisschen tiefer. So tief auch wieder nicht. Ja, machen wir die Tiefe. Was passiert, wenn ich da jetzt so lang gehe? Okay. Einmal auf Pause drücken. Objekt abreißen. Ich will nur was ausprobieren. Dann können wir hier wieder ein bisschen anpassen. Dass es so ein bisschen aussieht wie so ein Canyon, wisst ihr? Oder was weiß ich. Das, sowas war im ersten Teil ja auch mega teuer, glaube ich, ne? So eine Grube halt. Da kommt jetzt wieder das Gleis rüber. Na komm. Als ob das halten würde. Und so rum. Da würde dann so Stützpfeiler sein, aber egal. Weil ich möchte einen Staudamm ausprobieren. Machen wir mal hier, kann ich noch biegen?
Jo. Dann machen wir erstmal hier einen Kreisel ran. Erstmal so. Dann können die Leute hier wenden. Einmal ohne. Okay. Und einmal weiter. Machen wir hier wieder an. Sehr schön. Und nun versuchen wir das einmal an den Fluss anzubinden. So. Erstmal auf Pause. Machen wir das mal ein bisschen breiter hier. Und dann geht das hier so lang, habe ich beschlossen. So. Und hier dann so. Okay. Das können wir wieder richtig schön abrunden. Ja, hier unter Wasser auch einmal. So. Mal schauen, wie schnell es vorläuft. Der Fluss wird einfach leer gesogen hier. Okay. Effizienz 1%. Ja, passt schon. Das muss ich erstmal hier füllen. Pending updates to our power grid. The city will recent spikes. You're back. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Mm. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Bei 1% immer noch. Angestellte 3 von 18. Aber das Wasser läuft da langsam rein. Gut. Dann Strom. Umspannwerk. Haben wir hier oben nicht auch schon Eis? Keine Ahnung.
Kohlekraftwerk. Noch ein Kohlekraftwerk, okay. Was kann ich hier machen? Moderne Brennkammer. Abgasfilter. Zusätzliche Turbine. Und erhöht die Kraftstofflagerkapazität. Nee, will ich alles nicht. Stromverfügbarkeit haben wir erstmal genug. Aber trotzdem machen wir hier mal ein Umspannwerk hin. Und das binden wir dann da an. Und das binden wir hier an. Und die Seite so. Binden wir hier oben irgendwo an? Keine Ahnung. Machen wir erst einmal hier im Bahnhof. So, dann nochmal hier ein Umspannwerk. Sehr schön. Und halt auch wieder hiermit. Nun gut. Immer noch 1%. Lärm hoch. Oh, egal. Ich mache davon auch schnell ein Bild. So. Okay, dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.